Blue Origin bringt New Glenn für Feuertests zum Startplatz. New Glenn, Landeschiff und ESM für Artemis 3 erreichen Hafen von Cape Canaveral. SpaceX testet Infrastruktur für das Fangen von Starship-Boostern in der Starbase und entfernt Starhopper. Poltergeist und fliegender Holländer Starliner fliegt ohne Crew wie von Geisterhand und lässt Wilma und Williams ohne Rettungsboot auf der ISS. Und der ESA gelingt erster metallischer 3D-Druck im All. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Ich würde euch ja gern Neues zum Starship und einem möglichen fünften Flug erzählen, aber leider habe ich keine neuen Informationen. Die Änderung der Start- und Fangerlaubnis, die wird sich mit Sicherheit noch etwas hinziehen und liegt aktuell wohl nicht in greifbarer Nähe. Dass SpaceX seine Ankündigung ernst meint, man wolle Booster 12 auf diesem fünften Flug fangen, dafür gibt es diverse Anzeichen. Nach den intensiven Arbeiten an den Integrations- und Fangarmen, den sogenannten Chopsticks, in den letzten Wochen waren diese Woche weitere Bewegungstests für den Fangvorgang an der Reihe. Laut den Kollegen von NASA Spaceflight waren es die schnellsten Bewegungen, die bisher von den Chopsticks beobachtet wurden. Wenn die Produktionsanlagen in der Starbase immer mehr nach moderner Fertigung aussehen und ihre Schrottplatzästhetik verlieren, bereitet SpaceX schon die Hardware für den übernächsten sechsten Flug vor. Diese Woche wurde Chip 31 in die Testanlage Messis gebracht und wartet dort aktuell auf Tests. Kaum zu glauben, aber los gingen die Starship-Tests in der Starbase 2019 mit den Flügen von Starhopper. Da bestand die Starbase aus zwei Zelten und zwei Betonflächen für Start und Landung. Seitdem hat der von der Community liebevoll Hobby getaufte allererste Starship Pathfinder über die komplette Entwicklung und alle Starship-Flüge gewacht. Jetzt diese Woche wurde Hobby vom Startplatz entfernt, aber keine Angst, weit ging seine Reise nicht. Es ging nur einmal über die Straße auf den Abstellplatz gegenüber des Eingangtors mit dem SpaceX-Schriftzug. Ob das ein temporärer Platz ist für die Arbeiten an der Tankfarm oder ein dauerhafter Platz, das kann ich euch noch nicht sagen. Booster B1062 oder das, was von ihm übrig ist, das wurde diese Woche im Hafen von Cape Canaveral geborgen. Die Triebwerkssektion, die ist noch erstaunlich gut erhalten, wobei sie ja auch die strukturell stabilste Sektion der Rakete darstellt. Die Bruchlandung vor zwei Wochen, die hat ja unter anderem den Crewflug von Polaris Dawn verschoben. Obwohl die Falcon 9 mittlerweile mit einer Sondererlaubnis der Flugaufsichtsbehörde wieder fliegen darf, gab es bisher keinen neuen Starttermin für die private Mission, die ja unter anderem den ersten privaten Weltraumausstieg zum Ziel hat. Crew 9 wird keine direkten Auswirkungen auf Polaris Dawn haben. Die NASA-Mission, die wird ja die erste Crew-Mission vom nun für Crew-Starts ertüchtigten Pad 40 in der Cape Canaveral Space Force Station sein. Polaris Dawn muss aber spätestens Mitte, Ende September starten, damit SpaceX seine Startrampe, den Launch Complex 39A, rechtzeitig für den Falcon Heavy-Start der Europa Clipper-Mission der NASA ins Jupiter-System umbauen kann. Für Europa Clipper, da ist ein dreiwöchiges Startfenster ab dem 10. Oktober vorgesehen. Ja, und dann macht mir das Wetter etwas Bauchschmerzen. Polaris Dawn als Mission mit Crew stellt ja hohe Anforderungen an das Wetter auf dem Weg ins All. Als freifliegende Mission ohne Aufenthalt an der ISS jedoch ebenso bei der Wiederkehr. Ob sich später im Jahr für Polaris Dawn ein gutes Startfenster finden lässt, das muss sich noch zeigen. Bereit für den Countdown? Senkrechtstarter wird 5 und das feiern wir wie die Mondlandung. Am Freitag, 11. Oktober, Vorabend zum Space Creator Day, schwing ich den Pizzaschieber für euch. Ich habe mir euer Feedback zu Herzen genommen und wir haben das Konzept ein bisschen überarbeitet. Wir fangen mit 18 Uhr jetzt deutlich früher an, damit es für den Space Creator Day am nächsten Tag nicht zu spät wird. Damit ihr nicht vom Fleisch fallt, gibt's ab 19 Uhr mein Leibgericht, Pizza All Can Eat und Nachtisch, beides im Ticketpreis enthalten. Getränke gibt's dann gegen Bares oder mit Karte an der Theke. Zur Schulzeit, da habe ich mir als Pizzabäcker mein Taschengeld aufgebessert und jetzt am 11. Oktober erlaubt mir der Küchenchef der Porta Nova 2 auch für euch den Pizzaschieber zu schwingen. Die ein oder andere Mo-Speziale wird also auch auf dem Tisch landen. Aber das Wichtigste, natürlich erwartet euch das Beste aus 5 Jahren Senkrechtstarter, coole Überraschung und die einmalige Chance, live bei der Aufnahme einer Senkrechtstarter-Episode mit dabei zu sein. Also schnallt euch an, es wird senkrecht. Durch unseren Wechsel in die Pizzeria Porta Nova 2 müssen wir die Tickets leider stark limitieren. Vereinzelte Tickets sind aber noch da. Schnell sein lohnt sich also. Weitere Infos und Tickets unter dem Video. Das wird ein richtig cooler Abend unter Senkrechtstartern. Ich freue mich schon mega auf euch. Polaris Dawn, die Woche ja leider nicht gestartet. Trotzdem kurz die Starts der vergangenen Woche. Am Dienstag, 3. September, ist Fangxi Cheng, eine lange Marsch 4B mit Yaogan Erdbeobachtungssatelliten gestartet. Am Donnerstag, 5. September, ist die letzte europäische Vega-Rakete gestartet. An Bord war mit Sentinel-2C ein etwa 1,1 Tonnen schwerer Erdbeobachtungssatellit. Der Satellit ist mit einer Kamera ausgestattet, die Bilder in 13 sichtbaren und kurzwelligen Infrarotbändern mit einer Auflösung von 10 Metern liefert. Letzte Woche, da konnte ich euch noch nicht sagen, was jetzt eigentlich der
fix war für die AWOM-Oberstufe. Die Tanks für den letzten Start waren ja versehentlich auf dem Schrottplatz gelandet. Soll ja Leute geben, die meinen, alle europäischen Raketen gehören zum alten Eisen. Ja, wie Stephen Clark von Ars Technica berichtet, wurden nun zwei größere Tanks, die für die sogenannte AWOM Plus Oberstufe der Vega-C-Rakete vorgesehen waren, verwendet. Der Wechsel der Tanks, der erforderte einige Modifikationen an der Struktur der Oberstufe, die nun der neuen Vega-C geähnelt haben. Auch am Donnerstag gestartet Falcon 9 mit Starlings von Cape Canaveral. Landung gelang, es war der 15. Flug für den eingesetzten Booster. Auch am Donnerstag ein Langer Marsch 6 Start von Taijuan an Bord Satelliten für den chinesischen Automobilhersteller Geely. Den Wochenabschluss, den machte SpaceX mit einem Start für das Pentagon von Vandenberg aus an Bord mit Enroll 113, die dritte Gruppe an Satelliten für eine neue Aufklärungssatellitenkonstellation, die von SpaceX und Northrop Grumman entwickelt wird. Die genaue Anzahl der Satelliten, die bei dieser Mission mit an Bord waren, die kann ich euch nicht sagen. Der Slogan der Mission war Strength in Numbers, also zu Deutsch Stärke durch Zahlen oder Menge. Zeigt ein bisschen den Paradigmenwechsel bei der militärischen Weltrauminfrastruktur, weg von wenig groß und teuer zu viel und billig. Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos, steht laut eigener Angaben kurz vor dem Erstflug der massiven New Glenn-Rakete. Mit 98 Metern wird sie zu den leistungsstärksten Trägerraketen der Welt gehören. Mit einer wiederverwendbaren ersten Stufe hat die New Glenn eine Tragfähigkeit von 45 Tonnen in einem niedrigen Erdorbit. Wenn die Vorbereitungen für den ersten Start der New Glenn-Rakete beschleunigt werden, sagt selbst Blue Origin-Chef David Limp, dass es noch viel zu tun gibt, um das Fahrzeug für das enge Mars-Startfenster nächsten Monat vorzubereiten. Aber man mache große Fortschritte. Ich hatte die News schon aufgenommen und darin meine Zweifel, ob Blue Origin das Mars-Startfenster im Oktober schaffen wird. Am späten Freitagabend gab die NASA dann bekannt, dass das nichts mit einem New Glenn-Start im Oktober wird. Die beiden Escapade-Raumsonden werden vorerst nicht betankt und somit wird das geplante Startfenster im Oktober nicht genutzt. Der Schritt, der soll erhebliche Kosten, zeitliche Verzögerungen und technische Herausforderungen vermeiden, die durch ein mögliches Enttanken der Raumsonden bei einer Startverzögerung entstehen könnten. Der frühestmögliche neue Starttermin wird derzeit geprüft und könnte im Frühjahr 2025 liegen. Die Escapade-Mission wird zwei identische Raumsonden nutzen, um zu untersuchen, wie der Sonnenwind mit der Magnetosphäre des Mars interagiert und so den atmosphärischen Verlust des Planeten vorantreibt. Die Forschungsergebnisse könnten laut NASA zudem dabei helfen, zukünftig Astronauten und Raumfahrzeuge vor Weltraumwetter zu schützen. Da die Ausrichtung von Mars und Erde nur begrenzte Startfenster bietet, das Haupt-Mars-Transferfenster ist ja nur alle 26 Monate offen, wird derzeit bei NASA und Blue Origin diskutiert, ob die Mission im Frühjahr 2025 stattfinden könnte. Für den Erststart ist ein erfolgreiches Oberstufen-Hotfire und eine Integration der gesamten Rakete aus den beiden Stufen plus Nutzlastverkleidung mit Nutzlast notwendig. Vor dem Start, da würde dann noch ein Erststufen-Hotfire absolviert werden. Ja, sollte der Erststart der New Glenn erfolgreich verlaufen, da werde man laut Blue Origin auf jeden Fall bereits auf dem Erstflug eine Landung auf einem Droneship versuchen. Interessanterweise schreibt Eric Berger auf Ars Technica, dass eine erfolgreiche Landung auf dem ersten Flug unwahrscheinlich ist und verweist auf SpaceX, ja, die das ja erst beim 23. Start der Falcon 9 erreicht hatten. Ich würde mich da nicht so sehr aus dem Fenster lehnen. Die Wiederverwendung wurde bei der Falcon 9 ja nur nach und nach im Flugbetrieb erprobt und SpaceX hatte damals deutlich weniger Mittel zur Verfügung als heute Blue Origin. Da die Wiederverwendung der New Glenn von Anfang an im Design berücksichtigt wurde und die New Glenn auf vielen Ebenen für eine Teilwiederverwendung besser geeignet ist als die Falcon 9, halte ich es für nicht unmöglich, dass eine Landung bereits auf dem Erstflug gelingt. Aber vielleicht wünsche ich mir auch einfach nur, dass wir endlich einen wirklichen Konkurrenten zu SpaceX bekommen. Bin mir da ziemlich sicher, das wird die Raumfahrt noch viel spannender machen, wenn wir da so ein richtiges Battle hätten. Was meint denn ihr? New Glenn, erster Flug, Fail, Orbit und Landung? Schreibt mir gern unter dem Video. Ja, für die Landung in Flugrichtung, da braucht es ein Schiff. Das Droneschiff Jacqueline, benannt nach Bezos Mutter, hat diese Woche den Hafen von Cape Canaveral erreicht. Ja, man kann viel über das langsame Entwicklungstempo bei Blue Origin spotten, aber doch beeindruckend, sogar sehr, wie da aktuell alle Puzzleteile zeitgleich zusammenkommen. Es gibt ja Menschen, die können das Wort Starliner nicht mehr hören, aber vielleicht sind wir zurzeit einfach hypersensibel. Neben der Boeing-Blamage, dass Starliner nun endgültig ohne Crew heimkehren wird, macht ein komisches Geräusch aus dem Starliner diese Woche ziemlich Schlagzeilen.
Ich muss gestehen, auch ich hatte schon das Schlimmste befürchtet und sofort an die Triebwerke gedacht. Aber das Ganze hatte eine relativ harmlose Ursache. Das Geräusch kam nämlich aus einem Lautsprecher des Starliners und war eine Rückkopplung mit den ISS-Kommunikationssystemen. Bei der ersten Testmission des Starliner-Raumschiffs mit Astronauten kam es am 6. Juni zu Problemen beim Andocken an der ISS, weil 5 von 28 Triebwerken im Reaktionskontrollsystem Fehlfunktionen zeigten. Die NASA beschloss dann, dass ihr die Rückkehr mit Crew zu riskant ist und die Testcrew aus Wilma und Williams mit SpaceX Crew 9 zur Erde kommen soll. Um die Triebwerke und die Abdockprozedur machte man sich dann auch ohne Crew Sorgen. Immerhin hat ja mal ein Raumschiff ohne Crew eine Raumstation massiv beschädigt, siehe Ende der russischen Mir. Alle Befürchtungen unnötig, das Abdocken verlief problemlos. Die Raumkapsel, die hatte mit einem sogenannten Breakout-Burn dabei ein relativ aggressives Flugprofil. Der Breakout-Burn, der ermöglicht eine schnellere Abreise von der Station und zusätzlich bedeutet die Flugbahn weniger Stress für die Reaktionskontrolltriebwerke. Nachdem die Station nicht mehr in Gefahr war, wurden dann noch mehrere Triebwerke getestet, um zusätzliche Daten für Korrekturmaßnahmen zu sammeln. Auch die Landung in White Sands, New Mexico verlief wie geplant. Es hätte ja die erste Landung einer US-Kapsel mit Menschen überhaupt werden sollen. Aber es kam ja bekanntlich anders. Aber wenn der Starliner jetzt weg ist, was ist denn mit Wilma und Williams? Die haben ja dann aktuell gar kein Rettungsboot an der ISS, oder? Ja, gut aufgepasst. Sollte bis zur Ankunft des teilbesetzten Crew-9 Dragons etwas dramatisch schief gehen, dann müssen Wilma und Williams ohne Schutzanzüge im Frachtbereich der Crew-8 Dragon zur Erde reisen. Sollte es beim Wiedereintritt dann zu einem Druckabfall kommen, wären sie ungeschützt, da die Starliner-Anzüge nicht mit den Bordsystemen der Dragon kompatibel sind. Crew-9 mit den passenden Anzügen und zwei freien Startplätzen soll ja frühestens am 24. September zur ISS starten. Sierra Space hat Akustiktests für das Frachtmodul Shooting Star des ersten Dream Chaser Raumschiffs abgeschlossen. Die Tests am Kennedy Space Center simulierten die Bedingungen während des Starts. Shooting Star bietet dem Dream Chaser 3 Tonnen zusätzliche Frachtkapazität und sorgt als Servicemodul für Energie und Antrieb. Nach dem Einsatz auf der ISS wird es vom Dream Chaser abgetrennt und in der Atmosphäre verglühen, während das Raumflugzeug dann sicher zur Erde zurückkehren soll. Der Jungfernflug vom Dream Chaser, ursprünglich ja für den zweiten Start der Vulcan Center von ULA geplant, der wurde verschoben, da das Raumfahrzeug nicht rechtzeitig bereit war. Stattdessen wird die United Launch Alliance einen Massensimulator starten, um die Vulcan damit für Missionen des US-Verteidigungsministeriums zu qualifizieren. Sierra Space hat noch kein neues Startdatum bekannt gegeben, aber betont, dass Dream Chaser bis Ende des Jahres flugbereit sein soll. Die ESA verzögert das Einschwenken der BepiColombo-Mission am Merkur um fast ein Jahr. Hintergrund sind Probleme mit dem elektrischen Ionenantrieb, die den ursprünglichen Flugplan kippen. Die ESA-Raumsonde in Kooperation mit der japanischen JAXA war 2018 gestartet. Bei ihrem Vorbeiflug jetzt am 4. September in nur 165 km Entfernung zum Merkur war sie 35 km näher als ursprünglich geplant. Die Anpassung, die war notwendig geworden, da das Ionentriebwerk der Sonde aufgrund eines Elektronikfehlers nur 90% des ursprünglichen Schubs erreichte. Das machte die geplante Ankunft im Dezember 2025 unmöglich. Die Flugbahn wurde neu geplant, um den geringeren Schub auszugleichen, was die Ankunft in die Umlaufbahn auf November 2026 verschiebt. Aber super cool, oder? Da setzen sie mit ein bisschen Bahnmechanik Isaac Newton ans Steuer und können trotz eines technischen Fehlers das Flugziel trotzdem erreichen. Ich ziehe da meinen Hut vor den Flugcontrollern bei der ESA. Die ESA betont auch, dass die wissenschaftlichen Ziele dadurch nicht beeinträchtigt werden. Und jetzt beim Vorbeiflug, da konnten schon mal 10 Instrumente Daten sammeln. Die Bilder für uns, wenn auch faszinierend, sind leider schwarz-weiß, da sie nur von den Ingenieurskameras stammen. Die Hauptkamera, die wird erst bei der finalen Ankunft am nur sehr wenig erforschten Merkur in Betrieb gehen. Auf der ISS wurde diese Woche der erste metallische 3D-Drucker in Betrieb genommen und hat damit den ersten metallischen 3D-Druck im All überhaupt durchgeführt. Ja, 3D-Druck, Riesenthema, nicht nur in der Raumfahrt, aber wenn wir über immer längere Missionen zu immer entfernteren Zielen sprechen, natürlich auch coole Aussichten, sich seine benötigten Ersatzteile selbst im All drucken zu können. Fertigung im All ist ja meiner Meinung nach ein Riesenthema für die Raumfahrt in der Zukunft. Mal schauen, was da noch kommt. Am 29. August bestätigte die NASA, dass sich das Sonnensegel von ACS-3 erfolgreich entfaltet hat. ACS-3, das steht für Advanced Composite Solar Sail System und ist ein Technologiedemonstrator für Photonensegel als Antriebssystem von Raumsonden. Ja, wen das Thema mehr interessiert, dem empfehle ich meine Technik-Episode über Photonensegel. Das verlinke ich euch unter dem Video. Die Bremer OAB hat bekannt gegeben, man habe die letzten regulatorischen Genehmigungen für einen Deal mit der Investmentfirma KKR erhalten.
den man vor etwas mehr als einem Jahr ja angekündigt hatte. Mit ihm werde man OHB in den nächsten Tagen von der Börse nehmen. Im Rahmen des Deals behält die Familie Fuchs ihre kontrollierende Beteiligung von 65,4% an der OHB, während KKR 28,6% übernimmt. Mit KKR als Investor möchte sich die OHB laut eigenen Angaben zu einem europäischen Raumfahrt-Champion entwickeln und einen wichtigen Beitrag zur europäischen Souveränität im Weltraum leisten. Hauptanteilseigner der OHB, Marco Fuchs, klang enttäuscht von der Börse. Vielleicht auch dem europäischen Markt geschuldet. Geradezu mit Vorschusslorbeeren und Geld überhäuft wurde Relativity Space. Was ich letzte Woche schon angemerkt hatte, ist nun bestätigt. Die Nutzlastverkleidung, gezeigt auf dem firmeneigenen X-Account, gehörte zur Ariane 6 bzw. wurde in der Beyond Gravity Produktion gemacht. Wie Eric Berger Firmenchef Alice auf Ars Technica zitiert, sind die Fairings auf dem Bild sowohl für die Ariane 6 als auch für die Terran A repräsentativ. Wenn die erste Rakete von Relativity, die Terran 1, für viel Inhouse und vertikale Integration stand, scheint Relativity jetzt auf Shoppingtour zu gehen. So sollen Tankstrukturen und Fairing ja zukünftig aus Europa kommen. Da würde ich ja mal auf MT Aerospace für die Tankstrukturen in den Ring werfen, die ja sowohl für die Ariane als auch das SLS Tankdomes fertigen. Hier schließt sich dann auch der Kreis wieder. MT Aerospace ist nämlich ein Tochterunternehmen der OHB. Apropos Raumfahrt made in Germany, das ESM-3 für das Orion-Raumschiff der ersten Mondlandung im Artemis-Programm hat Florida erreicht. Ich konnte vor 2 Wochen ja noch Tschüss sagen und freue mich, dass die Reise gut überstanden wurde. ESM-3 wird im Kennedy Space Center nun ins Neil Armstrong Operations and Checkout Building gehen und dort auf seinen Einsatz mit Orion und Artemis 3 warten. Das Gegenstück zum US-geführten Artemis-Programm ist ja die von China geführte Initiative für eine internationale Forschungsstation auf dem Mond. Und die ILRS hat mit Senegal jetzt ein neues Mitglied. Ebenso mit Crew zum Mond will die indische Raumfahrt und das aus eigener Kraft. Zuerst steht aber der Crewflug mit eigenen Raketen und eigenen Raumschiffen in den niedrigen Erdorbit an. Der erste Testflug für das Crew-Raumschiff Gaganyaan, noch ohne Crew, das soll jetzt im Dezember ja stattfinden, spätestens aber im Februar. Was ich die Woche ganz interessant fand, wie ISRO-Chef Dr. Somanas sagte, wurde die Gaganyaan-Crewstärke aufgrund einer unzureichenden Performance der Trägerrakete von 3 auf 2 Personen limitiert. Man strebe aber durch Leistungssteigerung des Launch Vehicle Mark III zukünftig eine Crewstärke von 3 Personen an. Nicht mit eigenen Mitteln, sondern mit Hilfe von SpaceX wird Shubhanshu Shukla mit Axiom 4 zur ISS fliegen. In Houston hat er mit dem Rest der Axiom 4 Crew nun sein Training für die Mission begonnen. Wenn alles nach Plan verläuft, wird Shukla nach Rakesh Sharma der 2. Inder im All sein und tatsächlich der 1. dann, der die ISS besucht. Ja, bevor wir uns die Starts der kommenden Woche anschauen, vielen, vielen Dank an alle Senkrechtstarter Schutzengel, also alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Die helfen nämlich, den Kanal am Laufen zu halten. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unterm Video, da findest du in der Beschreibung einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Und als kleines Dankeschön bekommst du dann alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Noch schnell die Starts der kommenden Woche, immer noch nicht bestätigt und ja stark vom Wetter abhängig, aber möglich. SpaceX mit Polaris Dawn und erster kommerzieller EVA, kein Datum bisher, wie gesagt. Vorgesehen für Mittwoch, 11. September, eine japanische H2R mit militärischem Aufklärungssatelliten IGS Radar 8 von Tanegashima aus. Auch am Mittwoch voraussichtlich Soyuz MS-26 mit Crew zur ISS. Und den Wochenabschluss macht voraussichtlich SpaceX am Donnerstag, 12. September, mit Bluebird Block 1 von Cape Canaveral. Das sind 5 Kommunikationssatelliten mit Direct-to-Device-Fähigkeit. Hier noch einmal mein Hinweis auf die letzten Tickets für den Senkrechtstarter Geburtstag am 11. Oktober in Speyer und natürlich den Space Creator Day am Tag drauf. Link findet ihr auch unter dem Video. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen hier unter Urlaubsbedingungen. Wenn es euch gefallen hat, dann den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich gehe jetzt hier in Andalusien in meine Lieblingspizzeria. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mauro.